Das habe ich nicht berechnet. Vielleicht doch hier vorne hinbauen sollen, wie angedacht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wenn die ersten Passagiere fahren. Falls das dann nicht klappt, dann mache ich entweder die Aufnahme neu oder wir starten gemeinsam neu. Je nachdem. Fakt ist, wir setzen jetzt. Hey, ruhig. Bus, Trambahnhof, groß, was? Großer Bus, Trambahnhof, genau. Wir bauen gleich den großen. Den setzen wir hier vorne rein. Weil so ein großer muss hier schon irgendwie direkt am Bahnhof dran. Der erreicht auch viele, sehe ich gerade. 30.000 ist okay. Nehmen wir an. So. Und jetzt brauchen wir definitiv ein paar Bushaltestellen. Bus- und Tramhaltestellen, die wir auch sehr gut einsetzen, hoffe ich. Wir werden eine Runde drehen. Wir werden hier vorne anfangen. An die richtige Seite. Setzen wir einfach mal hierher. Dann gehen wir. Direkt, nee, das Stückchen ist zu kurz, aber wir können es doch bestimmt hier drüben irgendwo setzen. Hallo? Da. Da können wir es hinsetzen. Machen wir auch mal. Setzen wir das dann hierher. Und ist der Abstand zu kurz? Ich weiß es gar nicht. Tun das einfach mal. Wir bauen hier schon unsere Linie auf. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Ich hätte wieder gerne die rechte Seite. Geht's hier rüber? Ich glaube, ich mache mir das gerade viel zu kompliziert oder ich mache viel zu viel, ich weiß es nicht. Der eigentliche Witz an der Sache ist, wir machen das mit Trams. Wir werden keine normalen Pferdereitdingens nehmen, sondern wir machen das mit Trams und wir fahren hier schön außen lang. Hier und dann hier. Damit sollten wir eine schöne Runde hinkriegen. Ich würde sagen, wir werden auch sofort eine Linie aufsetzen. Eine neue Linie. Lesen wir das mal. So, hier geht's los. Das heißt, hier wird unsere erste Haltestelle sein. Dann kommen wir hier lang. Dann nehmen wir den hier mit. Dann nehmen wir den hier mit. Dann geht's hier rum. Hier rum. Hierher. Hierher. Und zu guter Letzt zum Bahnhof. So. Theoretisch müssten wir auch hier die Mitte schon mit drin haben, hoffe ich. Inständig. Moment, das ist Pittsburgh Central und Eastern ist das hier, ne? Das war Eastern. Pers. Pitts. Burg Central Eastern. Passt nicht mehr. Schön. Da steht auch noch Linie davor, aber das wird wahrscheinlich nicht allzu viel Platz bieten. Können wir auch weglassen. Wir machen einfach Pittsburgh Eastern. Central. Da hat das L nicht mehr hingepasst. Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Z. So. Das ist die. Müssen wir mal gucken. Wenn ich hier draufklicke, zeigt er mir an wieder. Guck doch hier. Wir haben ja auch den Bereich mit eingekesselt. Eingekesselt vor allen Dingen. Ich denke, das geht in Ordnung. Da werden wir auch unsere erste Tram fahren lassen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Straße aufrüsten. Für Tram. Ist ja klar. Und dann geht es natürlich hier vorne direkt los. Hier müssen wir halt rein. Den selbst muss ich nicht auslösen, nein. So, ich muss mal gucken, wo ging denn die Linie lang? Wird mir die vielleicht angezeigt, die Linie? Das wäre ganz nett und lieb. Ach, guckt an. Das heißt, wir müssen hier lang. Hier wird es mir angezeigt. Dann geht es hier lang. Hier müssen wir das Stückchen noch machen.
Wir gehen ja auch eher außen, sodass wir in der Innenstadt kaum was machen müssen. Das Stückchen muss gemacht werden. Jetzt hier entlang. Sorry Leute, aber das gehört halt mit dazu. Ne? Und das, obwohl wir gar nicht wissen, ob der Bahnhof da oben überhaupt zählt. Das werden wir aber was... Lass mal weg hier, ich möchte hier lang. Halt, muss ich das Stückchen auch noch machen? Genau, bevor wir das hier vergessen. Jetzt hier rum. Hier runter. Dann haben wir es ja fast. Dann hier hoch, hier lang und das müsste dann das letzte Stück sein. Das werden wir gleich feststellen. In dem Moment, wenn wir jetzt nämlich wo setzt man das Depot hin? Ich würde sagen hier aus. Nein, die Strecke werde ich bestimmt jetzt bauen. Ich weiß gar nicht, kommen wir da ran? Wir können es auch hier hersetzen. Ich glaube, das ist okay. Dann wird da halt nicht weiter gebaut. Das heißt, wir brauchen jetzt das normale Menü. Nein, hier. Da müssen wir hin und dann müssen wir das Depot bauen für die Tram. Hier habe ich es hingesetzt. Drehen das hier einmal. Und in der Theorie ist die Verbindung jetzt auch da, hoffe ich. Ist die Verbindung da? Bitte. Sagt mir, ist die Verbindung da? Nein, ich muss das dieses Stückchen noch machen. Gut. Dann kaufen wir mal, was kosten die? 36.000. Wir haben noch 2 Millionen. Wir kaufen mal 1, 2, 3 Trams. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Ich hoffe nicht. Linie zuweisen, Pittsburgh Eastern Center. Bin jetzt wirklich... Okay, scheint die anzunehmen. Wir lassen mal ganz kurz laufen, um zu sehen, ob es auch wirklich rausfährt. Und da fahren sie auch schon. Also eine jedenfalls. Sehr schön. Gut, damit haben wir unsere Zulieferer. Wie sieht es denn aus mit dem Zug? Der müsste ja auch jetzt unterwegs sein. Okay, gut, das ist Pittsburgh Eastern. Wir müssen jetzt eigentlich noch, es hakelt ein bisschen, North Shore und South Side müssten wir jetzt vielleicht noch hiermit verbinden. Wir haben jetzt aber schon reichlich Kohle ausgegeben. Müssten wir mal echt, wir sollten uns als erstes, solange wie der Zug jetzt noch rollt und fährt, sollten vielleicht hier in Monroe unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Das heißt, wir bräuchten jetzt hier ebenfalls einen großen Bahnhof, Haltestelle. Und hier braucht man allerdings nicht so viele Haltestellen allgemein, würde ich sagen. Wenn hier die große ist, dann würde ich sagen, schauen wir mal bitte rein hier. Setzen wir auf der Seite einmal einen ein. Dann hier drüben. Machen wir auch so eine Art Rundkurs. Hierher. Weil die Mitte scheint ja immer ganz gut bedient zu werden. Wenn wir jetzt außen lang gehen. Da will er nicht. Dann macht das hier hin. Dann hier hin. Ist vielleicht schon zu viel, aber ich will auch nichts und niemanden verpassen. Können wir hierher gehen. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Fahnenstange. Hauptsache, es wird im Endeffekt nicht zu lang. Das ist halt noch mit wichtig. So, wir brauchen auch ein Depot. Das setzen wir einfach mal hier draußen heran. Moment. Irgendwo, wo es dann nicht mehr so stört. Dass die vielleicht noch weiterbauen können. Setzen wir es hierher. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Position, sehe ich gerade. Aber wir können damit leben. So, Verbindung gesetzt. Den Rest machen wir direkt vom Bahnhof aus. Weil von hier aus fährt ja die Linie quasi, ja nicht los, aber die ist auf jeden Fall das Hauptverbindungsstück. Dann wollen wir hier hoch. Dann geht's hier zur nächsten Haltestelle. Dann hier lang.
Ich sehe die Haltestellen gar nicht. Moment, ich muss hier vielleicht mal. Ach so, ich habe noch gar keine gemacht. Muahaha. Egal, Hauptsache ist nachher eine Verbindung da. Das heißt, wir werden hier fortsetzen. Hier rum. Ich hoffe, wir kriegen nachher alle zusammen. Hier den großen Schwung rüber. Damit müssen wir alle Haltestellen jetzt innehaben. Die Linie müsste damit funktionieren. Und mal raus aus dem Baumenü. Rein ins Depot. Eine Tram. Wir kaufen wieder drei Trams. Und wir möchten eine Linie zuweisen. Und zwar eine neue Linie. Und zwar wird die hier beginnen. Da. Dann gehen wir hier entlang. Dann gehen wir hier raus. Da durch. Um. Ich glaube, er sucht schon automatisch den richtigen Weg. Und dann halt hier. Zum Hauptbahnhof. Und wir nennen das Ganze einfach nur noch Pers Monroe. 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 Monroeville, aber Monroe reicht. Ja, ich hoffe, dass das so einigermaßen funktionieren wird. Wir fahren ja auch schon los. Okay, gut. Damit haben wir die zwei schon mal versorgt. Wir haben 1, das Geld schwindet ganz schön dahin. Wir haben tatsächlich Gäste, die warten, die abgeholt werden können. Das ist sehr gut. Es füllt sich langsam. Es stellt sich allerdings immer noch die Frage, ob der Bahnhof korrekt ist, weil der ist ja eher auf Eastern angelegt als auf Central. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es wirklich. Ansonsten müssten wir hier ein bisschen umbauen. Ansonsten müssten wir tatsächlich ein bisschen umbauen. Aber auch müssen wir auch noch die Linie hier umsetzen. Wäre schade. Jetzt im Moment sitzt, glaube ich, keiner drin. Null. Das heißt, wir können nicht kontrollieren, ob das korrekt ist. Wir lassen das mal eben laufen. Und hoffen, dass sich hier bald am Bahnhof mal jemand irgendwie festsetzt. Denn hier gibt es ja schon die ersten Passagier oder Passagiere. Wo wir quasi jetzt die Hoffnung haben, dass da welche zum Bahnhof wollen. Sehr schön. Da ist schon jemand am Bahnhof. Das ist sehr gut. Und hier warten auch schon zwei. Das heißt, jetzt werden wir spätestens feststellen, ob das alles zählt. Passagiere in Monroe will ein- oder aussteigen lassen. Okay, aber wenn das die Mission ist, dürfte das ja so kein Problem sein, ne? Ein- und aussteigen hier in Monroe will. Dem Betrieb der Elektromanufaktur in Monroeville steht nichts mehr im Wege. Wir sollten George Westinghouse dabei helfen, seine Produktion ins Rollen zu bringen. Wachstum, Wachstum und nochmals Wachstum, lautet die Devise. Nur wenn die Produktion rund läuft, wird unser Freund über die Mittel verfügen, um bei der Erforschung des Wechselstroms den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Und das ist absolut in unserem Interesse. Denn der Profit von Westinghouse ist auch unser Profit. Genau. Sogar dafür, dass Monroeville Westinghouse Machines Factory die Produktion startet und die ersten Maschinen an den Mann bringt. Ja. Das würde ich gerne mit Zug machen. Das habe ich in meinem Livestream-Spiel per Kutschen gemacht, was sehr, sehr lange dauert. Wir haben später noch eine Mission, die ziemlich heftiger daran geht, beziehungsweise, was heißt heftiger? Uns fehlte am Ende reichlich viel Geld. Das konnten wir durch die Maschinen irgendwie rausholen. Es sind 42 Leute eingestiegen. Muss man ganz kurz schauen. Nicht die Linie. Entschuldigung, ich wollte nicht die Linie. Ich wollte eigentlich hier den Zug haben. Der ist tatsächlich voll. Der ist tatsächlich voll. Also Monroe scheint das ganz gut zu klappen. Finde ich gut. Das finde ich gut. So, Maschinen sind hier drüben. Nein, seht ihr? Doch zu lange her. Ach, die sind hier. Hier sind die Maschinen. Genau. Und ich würde das, wie gesagt, ganz gerne mit Bahnhöfen lösen. Das wird allerdings schwierig. Das heißt, wir werden erstmal die Produktionskette selbst in Gang bringen.
um da vielleicht schon ein paar Einnahmen hinzukriegen. Das bedeutet, der braucht Eisen, Erz und Kohle. Und die sind beide. Da drüben gibt's Kohle. Ist nicht gut. Und hier gibt's Holz und hier gibt's Eisenerz. Okay. Wir können auch ein bisschen tricksen. Und zwar können wir. Tricksen ist auch falsch ausgedrückt. Was kostet es uns? Das ist jetzt nicht leicht. Dann hier eine Schiene hinsetzen, die hier vielleicht durchgeht. Dann müssten wir hier aber trotzdem rüber. Damit könnten wir aber schon einiges transportieren. Was kostet denn so ein Güterbahnhof, bitte? Was ist der Unterschied? Das hier ist ein Kopfbahnhof, ne? Bahnhof für den Güter... Um was? Umschlagplatz? Was heißt das? Was ist der Unterschied? Bahnhof für den Güterumschlagplatz? Was? Das ist auch so ein Kopfbahnhof. Braucht man doch nicht. Obwohl, doch, ist der billiger im Endeffekt. 1000. Der wäre im Endeffekt tatsächlich billiger. Nee, nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich würde den aber gern einfach mal hier reinsetzen. Vielleicht hier ein bisschen direkter reinsetzen. Sodass hier auf jeden Fall der Anschluss existiert. Nee. Wir können hier keinen Endbahnhof hinsetzen. Warte mal, Umschlagplatz, der hat keinen Anschluss zur Straße, oder? Doch, hat er auch. Okay. Nein, wir setzen den ein Stück. Oh, hier unten gibt es ja auch noch Holz, was ich abtransportieren muss. Das sehe ich ja jetzt erst gerade. Okay, dann müssen wir die Neigung einfach mal mit hinnehmen. Wir müssen auch so setzen, dass wir hier ein zweites Gleis bauen können. Es wird auf jeden Fall nicht günstig. Ich weiß nicht, reicht das hier, wenn wir hier so dicht dran sind an dem? Das uns sehr später mit Bretter beliefert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es, dass wir hier eine Kurve reinkriegen. Okay, jetzt habe ich geklickt. Das war jetzt noch keine Absicht. Ich wollte noch gar nicht klicken. Geschehen ist aber geschehen, Herr Knurke. Das können Sie jetzt nicht wieder rückgängig machen. Guck mal, ob wir hier rum und vorbeikommen. Ich will keine Kollision, Jungs. Bitte, ja? Ich möchte ganz normal Betrieb haben. Dann hätten wir nämlich das. So, das Erz brauchen wir auf jeden Fall. Das bedeutet auch, dass wir, ich glaube, die haben das selbstständig transportiert. War das so? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir brauchten hier einfach nur eine LKW-Station. Da muss keine große hin. Ein Depot brauchen wir auf jeden Fall. So ein Straßenfahrzeugdepot. Das bauen wir gleich daneben hin. Ja, ist auch, egal. Und jetzt baue ich ja schon die Depots auf. Dabei würde ich doch gerne die Gleise nach hinten setzen und hier in etwa mittig. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn unser Geld reicht. Wenn unser Geld reicht und wir brauchen dafür die äußere Spur. Zoome ich mal wieder ran, nicht, dass ich hier die Nebenspur benutze. Gehen wir bis hierher. Geht's weiter bergauf, das will ich aber eigentlich nicht. Ich würde gerne hier so bleiben. Einfach um es recht günstig zu machen. Warum wird das so teuer plötzlich? Dürfte doch gar nicht so teuer werden. Warum geht's hier? Die Höhenlinie wurde mir jetzt auch nicht so angezeigt. Oh, wow.